Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Wir haben in der letzten Folge hier schön aufgeräumt, nachdem wir einige Male gescheitert sind. Aber das macht ja nichts. Wir haben es soweit eigentlich schon geschafft, dass es jetzt eigentlich zu unseren Ansprüchen soweit genügt. Ich sammle jetzt hier noch ein bisschen Zeug ein, das haben wir noch nicht gemacht. Ich hoffe, hier sind wir jetzt auch fertig. Boah, hier haben wir echt richtig Probleme gehabt. Dass ich sogar den Schwierigkeitsgrad runterdrehen musste, wenn ihr euch erinnert. Da ist noch einer. Einer oder zwei sind hier noch unterwegs. Oh. Boah. Vielleicht sogar mehr als ein oder zwei, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich der aggressivste Typ der Welt. Dann fick ich deren Nachgeburt. Kann man die hier durch erledigen irgendwie? Ich sehe die hier gar nicht. Du bist tot! Tot! Wow. Ich erschrecke mich hier schon. Auf den Boden, Mistkerl. Ich sehe die Hurensöhne auch nicht. Stehen bleiben! Der kommt ja gerade durch die Textur durch. Sagt gute Nacht, Mädels! Boah. Du Hurensohn! Was ist das jetzt mal hier? Hoffe doch. Gehen wir mal hier hoch, oder? Wie auch immer das geht. Der hat viel dabei. Ich hoffe, jetzt ist echt clean. Ich würde mich echt sehr erschrecken, wenn jetzt hier noch jemand wäre. Wenn ihr euch erinnern könnt, hier haben wir mal angefangen. Und hier kam der eine, ja, ich hätte das nicht essen sollen. Und so weiter. Und er hat es dann doch getan und so weiter und so fort. Es war ein Fehler. Aber, ja, ihr kennt das ja. Brauche ich euch nichts erzählen. Und ich würde sagen, ja, einmal bücken. Nochmal bücken. Ich schaue mal, ob ich hier alles mir geholt habe. Ich bin gerade in eine Sperre reingelaufen, kann das sein? Das war natürlich klug. Ich höre schon wieder mein Herz pochen auf den Ohren. Ist immer ein schlechtes Zeichen. Hat sich jetzt schon fast zu einem halben Horrorspiel hier entwickelt, so dunkel wie es hier ist. Oh, mir geht schon halb die Düse hier. Dann sind sie aber noch so düstere Geräusche. Da unten waren wir. Ich denke mal, dann geht's hier Wen weiter. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Artyom! Wer zum Teufel? Oh oh. Nein. Oh. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Sehr gut. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn.
Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Du solltest auch versuchen, das Leben mehr zu schätzen. Es ist unmenschlich, Verwundete zu töten. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Möchte ich, glaube ich, nicht. Hier gibt es noch Geld bzw. Munition. Eine kluge Entscheidung. Ach, wir sind jetzt mit dem gegangen. Geister! Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Ja, und weiter geht's. Wo sind wir hier? Ich hätte mal nicht schön was verstecken können, finde ich. Als Entwickler. Ah. Hier kommen wir jetzt gar nicht mehr hin, okay. Headshot. Ne, wir gehen mal weiter. Ich hatte die Hoffnung, dass wir jetzt gleich wieder bei irgendeinem Lager rauskommen oder so. Hier geht nie jemand lang. Unrealistisch. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Uiuiui, das hört sich ja gut an. Na super. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Nein, ne, passt schon. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Und ich halte es für einen psychischen Einfluss, doch diese. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Also die Typen, diese schwarzen Viecher, die Einfluss auf unsere Psyche haben, kennt er ja. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Das merkt man. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Nein, wir wollen den ja nicht verärgern. Oha. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Du bist tot, oder? Ja, kann ich euch mal blinden? Konzentrieren. Psycho-Gescheiße. Oh, hier sind Schatten. Gehen wir. Eine sehr mysteriöse Stimmung. Und ich habe jederzeit Angst, dass was passiert. Ach, er ist durch uns durchgegangen, okay. Frage ich besser gar nicht. Wie das möglich ist. Ich mache das Licht gerne aus, den zu ärgern. Mama? Wo bist du? Oh oh. Mama! Was? Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Wir sind gerade gestorben von... Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Aha, wir sind jetzt gestorben von einem Schattenkind. Interessant. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouette.
Licht bringt hier auch schon fast gar nichts mehr. Komm rein. Mama? Wo bist du? Hey, ey, ey, ey. Ich sollte vorbeigehen, hat's geheißen, Mama! Leute. Ich bin gestorben, weil ich das gemacht habe, was ich tun soll. Interessante Spieltaktik. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Na, das wollen wir nicht hoffen. Pfui. Immer nach vorne schauen. Wir müssen daran... Ich glaube nicht, dass man hier das Wort wert verwenden kann. Ach so, okay, ich verstehe. Man darf nicht in die Schatten reinlaufen. Das hätte man mir natürlich sagen müssen. Ach, natürlich, okay. Wir probieren es erneut. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Na, das wissen wir doch. Trotzdem scheitern wir jedes Mal. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Nicht, oder? Okay, immer warten, bis... Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouetten berühren. Ach, nicht die Silhouetten berühren. Okay. Ich verstehe. Gehen wir. Gehen wir. Creepy Scheiß. Komm. Diesmal kannst du vorgehen. Mama? Wo bist du? Dieses Mama! Mal nicht. Jetzt wären wir noch fast in der Textur hängen geblieben. Das wäre ein Ende gewesen, Leute. Hier durch. Du weißt, wo es lang geht, ich nicht. Wir sollten echt nicht zurückbleiben, Alter. Wir sollen die Scheiße nicht wieder aufbauen irgendwann. Zur Seite, Artyom! Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Okay. Safe Point wäre mal schön. Boah. Gehen wir. Ich will jetzt eine Aufnahmepause machen, ey. Das ist gerade echt zu viel für mich. Zumal ich nur eine Folge machen wollte, aber dann hat es nicht angeboten. Muss ja heute noch Assassin's Creed und die letzte Folge Metro, die eine halbe Stunde lang ging, raushauen. Immer nach vorne schauen. Tu ich. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Oi. Folge mir, aber bleib hinter mir. Okay. Ich werde mich bemühen. Castonelapio Asterio Manto. Castonelapio Asterio Manto. Alom rom om. Alom rom om. Castonelapio Asterio Manto. Castonelapio Asterium. Alom rom om. Alom rom. Ah, der Zaubersprüche auf Lager für solche Fälle. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Okay. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Okay. Kann ich mir hier noch irgendwas... Anscheinend suchen? Ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert.
Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Ja. Oha. Aber ich verstehe... Ja, wie soll denn die Hölle atomisiert werden? Oder der Himmel? Hätte ja Gott sein Wörtchen mitzureden. Oha. Ach, Scheiße! Was ist das da hinten? Ratten. Konzentrieren. Ja, Scheiße. Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Sonst noch was? Nee, ich glaube nicht. Wo ist unser Freund? Schon weiter wieder mal, oder? Ja, natürlich. Gehen wir. Bäh. Jetzt, da geht's, okay. Anomalie. Khan war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Ja, das glaube ich auch. Los geht's. Aber erst in der nächsten Folge. Ich gehe mal gerade in den Bildschirm, dass ihr nichts verpasst und der nicht auf uns wartet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich muss jetzt erstmal Pause machen. Ich bin jetzt geflasht. Das war schon ziemlich hart heute. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr Spaß hattet und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Haut rein.